Hey, willkommen zur weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute ist ein weiteres Video für euch. Und zwar geht es heute um die neuen Challenge, die morgen released werden, also am Donnerstag. Und ja, ich würde mal sagen, falls euch das Video gefällt, lasst mir jetzt schon mal ein Like, eine Postwertung und ein Abo da, Leute. Und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, Leute. Und ja, sonst würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video und let's go! Heute mal die Challenges von der Woche 3 von morgen, die morgen released werden am Donnerstag, den 26.07. Leute. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen gleich mit dem üblichen Schema, wie wir vorgehen. Und wir haben ja seit 7.5 Jahren, wie schon gesagt, in der letzten Folge zwei Bereiche. Wir haben erstmal die Free Battle Pass Challenges und die Battle Pass Challenges für die Leute, die den Battle Pass gekauft haben. Natürlich können die Leute, die den Battle Pass gekauft haben, die Free Battle Pass Challenges auch machen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen gleich mit der ersten Challenge. Und zwar müssen wir 500 Schaden an Gegner in einem einzelnen Match verursachen. Also müsst 500 Damage in einem einzelnen Match an Gegner verursachen, Leute. Das ist eigentlich nicht mal so leicht, obwohl ich sagen muss, das werden dann wahrscheinlich so rund um 4 bis 5 Gegner sein. Es geht immer darauf an, also im Early Game dauert es natürlich ein bisschen länger, weil eben die Leute nicht so viel HP haben. Aber im Endgame, wo dann jeder 200 Shield hat, da geht es ein bisschen schneller. Und ja, also wie schon gesagt, rund 4 bis 5 Gegner dauert das, bis ihr die Challenge abgeschlossen habt. Und ja, falls ihr es geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Und dann kommen wir gleich mal zur zweiten Challenge. Und zwar müssen wir hier ein Launchpad benutzen. Ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst einfach ein Launchpad hinsetzen, einmal benutzen und ihr habt die Challenge geschafft. Falls ihr es geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann kommen wir gleich mal zur dritten bzw. zur letzten Challenge vom Free Battle Pass. Und zwar müssen wir der Schatzkarte aus Flash Factory folgen. Das wird eh wieder morgen geleakt. Also müsst ihr euch hier keinen Kopf drum machen. Ihr müsst natürlich diesen Schatzkarte aufsuchen, die dann eh geleakt wird. Und dann Stern einsammeln und dann habt ihr die Schatzkarte von Flash Factory gefunden. Wenn ihr es geschafft, bekommt ihr 10 Sterne bis in 1000 XP. Also ist das schon eine schwere Challenge. Dann kommen wir gleich mal zu den Battle Pass Challenges, die ja 4 Stück sind. Und ja, ich würde sagen, beginnen gleich mit der ersten. Und zwar müssen wir 7 Kisten in Battlefield suchen, was eigentlich gar nicht mal so schwer ist. In Battlefield gibt es ja relativ viele Kisten und ich würde mal sagen, das ist eher so eine leichte Suche-Kiste-Aufgabe als in Risky oder anderen Städten. Und ja, falls ihr es geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann kommen wir gleich mal zur zweiten Challenge vom Battle Pass. Und zwar müssen wir auf 5 Tontauben in verschiedenen Regionen schießen. Was ich damit meine, ist eine neue Challenge. Und zwar werden anscheinend Tontauben auf der Map erscheinen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon da sind. Ich habe jetzt noch keine gesehen. Aber auf jeden Fall werden so Tontauben erscheinen. Auf die müsst ihr in verschiedenen Regionen schießen. Das müsst ihr 5-mal machen. Also müsst ihr 5 Tontauben schießen. Und dann habt ihr die Challenge geschafft. Wenn ihr es geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann kommen wir nochmal zu den letzten 2 Challenges von dieser Woche, Leute. Auf jeden Fall müssen wir hier bei der vorletzten 5 Gegner in Haunted Hills eliminieren. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Haunted Hills ist ein kleiner Platz, aber es gibt relativ viele Waffen, relativ viele Truhen dort. Und deshalb würde ich mal sagen, dass eliminieren Gegner in Haunted Hills gar nicht mal so schwer ist, Leute. Also, falls ihr es geschafft habt, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP. Dann kommen wir nochmal zur letzten Challenge. Und zwar haben wir nochmal 3 Gegner bzw. 3 Eliminierungen mit Explosionswaffen. Also, ihr müsst 3 Gegner mit Explosionswaffen, einer Granate, C4, einem Granatenwerfer, einem Raketenwerfer und so weiter. Ihr müsst 3 Gegner mit diesen Items eliminieren. Also 3 Gegner mit einem Item, oder nicht mit allen Items. Das war ein bisschen viel. Auf jeden Fall, falls ihr es geschafft habt, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP. Jupp, Leute, das war es einfach mit den ganzen 7 Herausforderungen von dieser Woche, von der Woche 3, die am 26.07., also morgen am Donnerstag, released wird, Leute. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir jetzt ein Like, eine Postwertung und ein Abo da, Leute. Und vergesst auf jeden Fall nicht, das Video mit euren Freunden zu teilen und die Glocke zu aktivieren, Leute. Und ja, schaut auf jeden Fall auch bei meinen letzten Videos vorbei. Gestern haben wir 2 Videos, waren für relativ aufwendig. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein, cheerio, bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty good.